Hallo Leute, ich bin entlang dem Ufer an der Theiß unterwegs und ein kleiner Vorteil hat es, dass es regnet. Es sind wenig Leute unterwegs. Sehr schön hier. Ich will einfach nur die Geräuschkulisse auf sich wirken lassen. Hallo Leute, ich bin entlang dem Ufer an der Theiß unterwegs und ein kleiner Vorteil hat es, dass es regnet. Es sind wenig Leute unterwegs. Denn so mag es eigentlich der Bernd vom Kanal Hornsby 55 am liebsten, für den dies eine Videoantwort darstellen soll. Ja, lieber Bernd, ich wollte dir eigentlich noch mein EDC zeigen, was ich dabei habe, so wie du das gerne auch immer machst. Hier macht die Theiß, oder wie die hier sagen, Theißer, einen Bogen, einen Doppelbogen. Aber es regnet einfach doch zu sehr, als ob, dass ich die Dinge, die auch ja empfindlich für Feuchtigkeit sind, jetzt rausnehmen würde. Das zeige ich dir zu Hause. Hier ist durch diesen Bogen eine ganz schöne Erosion. So, das zeige ich dir dann im Trocknen. Und man sieht, hier war der Weg. Ist einfach eingebrochen. Und da gibt es neue Spuren. Ja, also dann grüße ich dich mit diesen Bildern und danke dir für diese Challenge. Mach's gut.
So, ich bin jetzt zurück. Inzwischen scheint die Sonne auch wieder rauszukommen. War schön, war keiner unterwegs. Ich habe wirklich die Ruhe genossen. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich wünsche dir alles Gute. Und im Anschluss noch ein paar Bilder. Und auch noch vielleicht so das eine andere, was ich im Rucksack habe. Was ich gern dabei habe. Du magst es ja auch so. Also, ciao. So, jetzt komme ich zum EDC-Zeug. Also Erste-Hilfe-Set am Rucksack, etwas Paracord. Hier eine einfache LED-Taschenlampe mit Ersatzbatterie, das reicht. Ein Messer, das auch in der Ukraine legal ist, denn ich habe hier den Flipper abmontiert, also abgeschliffen. Udo hat mir das poliert noch. Den kann ich trotzdem so kontrolliert öffnen. Unter 9 cm Klingenlänge. Ein feststehendes kleines Messer, wie Udo es nennt, Patch Knife. Da man es mit diesen Hosenkliffen in den Kragen rein patchen kann oder überall in die Schuhe rein oder auch um den Hals tragen. Ein minimales Feuerset. Wenn ich etwas länger arbeiten will, eine Handgelenkstütze, meinen Geldbeutel, da habe ich auch klein gefaltete Scheine drin. Jetzt, weil es etwas leichter sein soll, eine 2 Liter Wasserflasche. Du magst es ja auch. Das ist ein Zenit 8x30 Fernglas mit Einzelaugen-Scharfstellung. Ein Hut gegen die Sonne. Dann meine Hosenbeine, die ich abmachen kann. 2 Leinenbeutel, wenn man so Baumwollbeutel. Und wenn ich irgendwie noch über Nacht bleibe, dann kommt auf jeden Fall eine Reisezahnbürste schon mit Zahnpaste drauf für eine Nacht oder eben auch eine kleine Tube. Ohrenstöpsel, ich habe sie rot-grün, damit ich weiß, welches und welches Ohr ist. Und nicht zu verachten, eine Pinkelflasche. Denn man weiß manchmal nicht, wo man hinkommt und wo nachts das nächste Klo ist. Also dann, alles Gute.